Hau rein. Hau rein, Nairo. Was geht? Uglu. Merhaba, zach, zach. Was geht, was geht, was geht? Wie geht's, Schnucki? Was geht, Schnatzi? Schnatzis. Schnatzi. Hallo. Grüße. Wunderschönen guten Hallo. Und Abend und Morgen. Ich bin aufgeregt. Ich bin am Zittern. Ich bin nervös. Sound schon drin? Ja klar, natürlich. Hallo? Für wen hältst du mich? Natürlich, Junge. Ich weiß aber ich glaube nur für normalen Sub. Also für... Oder? Ja doch, nur für normalen Sub. Oder? Ich weiß nicht. Nee, nicht für den. Da ist aber noch... Ich glaube für Prime Sub oder normalen Sub. Hab ich jetzt vergessen. Der Gigabeta. Also, Digga, also. Oha, Just Non-Sub, Alter. Stich in mein Herz, Bruder. Was ist da los? Oder ist das Fehlanzeige-Dings? Mein Konzert-Bild. Hallo, ich hab morgen frei. Morgen mach ich das. Hä, was? Bei mir ist kein Sub-Zeichen, Bruder. Bestimmt wegen der Banane. Hä? Hä? Ja, bei mir auch, Jess, das ist heftig, Alter. Ohne Witz, Junge. Da werde ich in die Unity Pommes einmal gebannt, schon verlassen sie mich alle. Mhm. Merke ich mir. Awo. Jess Pleb ist so. Und was hast denn du da für ein Dings, Alter? Ehemaliger Support des Hype Trains. Ah. Cool, wie morgen frei. Hallo? Junge, morgen ist Dienstag. Dienstag, Mittwochs frei. Was wollen? Was wollen Sachen? Warum Bann? Reden wir gleich drüber. Chat. Reden wir gleich drüber. Ich bin nicht mehr gebannt. Ich wurde gebannt. Ich wurde tatsächlich gebannt. Ich dachte, meine EP ist gut. Hilfe. Bogas in den Chat. Da Vinci, danke für den Prime 27. Lazarus, danke für den Prime 42. Otto, dankeschön für den Gifted Sub. Carex, dankeschön für den Prime Sub. Und herzlich willkommen. Nick, dankeschön für den Gifted Sub. Und Alexander, dankeschön für den Gifted Sub an Jazz. Aber wir wollen ja hier nicht baiten, ne? Deshalb mache ich mal kurz Dings auf. V8 Victubo. Genau, V8 Victubo. Da haben wir's. V8 Victubo. Ja, genau. Dr. Stroy, dankeschön für den Resub im dritten. Stimmt, der Sound kommt bei den Resubs. Und Matze, danke für den Resub im 29. Bruder. Vielen lieben Dank. V-Abitubo. Der hat mich gestern gekillt, damit man... Immer diese Cheater, ja. Man hat leider in meinem letzten VOD gesehen, wie ich einen Aimbot anhab und mich über die Map teleportiert habe, um zu farmen und so. Und wo ich mir Munition ercheatet habe und habe ich halt 10 Minuten Bann bekommen, ne? Ich meine, Strafe muss man auf sich nehmen. Ist halt so. Ist, kann man nichts machen. Was geht ab, Vostok? Guten Abend. Hallo, New Luck. Und David. Schon wieder hier, na klar. Kackhacker, ich sub jetzt bei Stay. Ja, Stay hat mir den Hack geschickt. Das ist die Stay-Echse. Straight out der Poolhaus. Hallo Emin, guten Abend. Scheiße. Hallo mir wieder Loka. Jetzt bist du heute mal früher da, ne, mein Freund. Schon immer gewusst, dass du im Schieden bist. Ja, hallo. Klar. Sonst hab ich bei mir selbst, obwohl ich den Knopf nicht hab. Muss aber anfangen zu streamen. Nee, ich hatte so einen bis zur Klärung Sicherheitsbann. V-Abitubo. Genau, V-Abitubo. So einen bis zur Klärung Sicherheitsbann Support Ding dann. Bing, bang, bung, bing. Aber das, was mir vorgeworfen wurde, ist Power EP. Weil ich dem ja gestern keine Chance gegeben habe. Ich habe ein großes Fragezeichen über dem Kopf.
und dann den Befehl gegeben habe, irgendwie so. Aber ich konnte alles widerlegen. Ich habe alles mit VODs gezeigt. Auch aus Johnnys Perspektive, dass wir da schon waren und dem die Chance gegeben haben, dass der Typ sich überlegen kann, was er jetzt genau im RP macht und bla bla bla. Und es ist alles geklärt. Und dann habe ich da noch ein bisschen reingehasst, weil von Leuten, die in einem Discord abhängen und sich gegenseitig irgendwelche Clips schicken, wo sie selber Fail-RP machen und dann in ihrem Discord schreiben, ja, aber schneid das bitte raus. Falls du damit im Support gehst, musst du die Stelle rausschneiden, wo wir Fail-RP begangen haben, damit wir keine auf den Deckel kriegen, und so lasse ich mich eh nicht im Support anzeigen. Ist schon schön blöd, wenn man sein eigenes Discord, sein eigenes Gang-RP-Discord geleakt bekommt. Und vor allem ist das schön blöd, wenn in diesem Discord, wo dann OOC über das RP und so gequatscht wird, wo man sich dann aufgeilt, dass man irgendwelche Videos sammelt, dann auch noch eine gute Supporterin drin hängt, ne? Die das dann quasi noch unterstützt, dass ihre Gang Sachen aus den Videos rausschneidet, damit man die nicht anklagen kann. Da habe ich die mal kurz auseinandergenommen. Ganz einfach. Denn immer schön vor der eigenen Haustür kehren, meine Freunde. Bevor man mir ans Bein pissen will. Dankeschön. Das ist so low. Ja, so ein Discord ist... So ein Discord, um zu quatschen, ist ja nicht schlimm. Aber ihr müsst euch vorstellen, und das sage ich jetzt, das ist mir auch scheißegal. Genau, Denver, dankeschön. Wenn man in einem Discord zusammenhängt und sich da gegenseitig dann die Dings kitzelt und Videos reinpostet, manchmal wünsche ich mir den Papa wieder, und Videos reinpostet, die man dann sammelt, um eine Gruppierung anzuklagen im Support, anstatt das RP einfach mal auszuspielen. Und dann auch noch so Sachen schreibt wie Dings, ne? Schneid die aus dem Video raus, damit wir nicht angeklagt werden können im Support, falls du mit dem Video im Support gehen willst. Und dann hängt da auch noch eine Supporterin mit drinne, die da auch in dem Discord drin ist und unterstützt und deckt das quasi, das Verhalten ihrer Gruppierung so. Dann weiß ich auch nicht mehr, wo wir sind in dieser Szene. Deshalb sage ich ja immer schön vor der eigenen Haustür kehren. Weil ich krieg alles raus. Da könnt ihr euch auch schön im Discord verstecken, das kriege ich auch raus, das ist mir egal. Ich weiß alles. Man sollte als Supporter auch hinter dem Server stehen und nicht seine Gang decken. Indem man sowas zulässt. Woher die Kraft gehört, ist ja, Bruder. Ich hab gelernt, ne? Ich lass mir nicht mehr ins Bein pissen. Alles, was ich mache im RP, zeige ich im VOD, ist frei verfügbar. In diesem Discord wurden auch VODs von mir verlinkt und dann wurde über die Aktion geredet mit den Maxis zum Beispiel. Dass ich ja Fail-RP betreiben würde, nach 2 Tagen die Verletzung mit dem Arm auszuspielen, nicht auszuspielen und so. Obwohl man bei mir im VOD genau sehen kann, dass wenn ich das Dach da hochgeklettert, dass ich so vor Schmerzen stöhne und sage, das ist immer noch nicht verheilt. Man muss 12 Stunden oder so die Verletzung ausspielen. Ich habe da 2 Tage gemacht. Immer schön an die eigene Nase fassen. Und dann seinen Charakter sterben zu lassen und jemanden einfach so übelst wegzupowern im RP. Weil eigentlich gibt es auf Unity keine Hinrichtungen. Wenn jemand seinen Charakter sterben lassen will, musst du das mit der anderen Partei vorher klären und da Bescheid sagen. Weil was die gemacht haben, ist, der lässt einfach seinen Charakter sterben und wir haben das jetzt an der Backe im RP. Ne, diesen Mord. Aber wisst ihr was? Ist mir auch scheißegal. Ich gehe auch im Stay Prison, Alter. Juckt mich nicht. Ich werde doch nicht im Support dafür rennen und Mimimi machen, weil ich gehe nie im Support. Keiner von uns geht in den Support. Wir spielen einfach alles im RP aus und fertig. Wir sind keine Mimosen. Wie kannst du mit dem Arm nur schießen? Ja, Max, ich habe nicht mal geschossen. Ja doch, ich habe 2 Kugeln oder so abgefeuert und dann aufgehört. Kann man alles im VOD nachgucken. Die sollen mir nichts erzählen, Alter. Ich mache das schon seit 3 Jahren. Und seit 3 Jahren... minus einem Jahr verdiene ich damit meinem Geld, Alter, mein Lebensunterhalt. Was nicht bedeutet, dass ich der absolute Profi bin oder ein RP-Gott bin oder so, aber ich weiß, was ich mache. Und ich wurde noch nie von dem Server gebannt wegen sowas. Und das wird auch nicht, Unity wird auch nicht der Server sein, wo ich gebannt werde. Weil ich mich daneben nehme. Einfach nur absoluter Bullshit. Dass leider die RP kommt, keiner gönnt irgendwem was und es wird nur rumgeheult und jeder ist besser als andere. Das ist mir scheißegal. Ist mir alles Latin.
Mir ist nur wichtig, dass ich das so für mich handhabe. Und die Jungs, mit denen ich zusammenspiele, hat keiner da rumholt. Bei uns gibt's sowas nicht. Bei uns gibt's kein Gang-Discord, wo wir über irgendwas reden. Wenn wir mal über RP-Situationen reden, ist das im Teamspeak, wenn wir WoW zocken oder wenn die anderen WoW zocken und die anderen Call of Duty oder so, dass man das mal so ein bisschen durchgeht. Sonst kriege ich eigentlich nur mit, wenn irgendwelche Leute aus der Szene mir was schicken. Was? Der Johnny schreibt mir, Junge, was hast du mit deinem Noise Gate gemacht? Man hört sich vor dem Reden immer atmen, wie Bar und Schmatzen hört man dich auch zum Teil. Was? Hat sich irgendwas verändert? Eigentlich habe ich nichts verändert. Merkt ihr irgendwas? Ist das irgendwie anders heute als sonst? Das Mikrofon knackt manchmal auch. Das ist der Knacken vom Lied, ja. Warte. Wir machen mal aus. Hallo, was geht ab? Hallo, hallo. Also ich habe jetzt richtig laut geatmet und das schlägt nicht aus, Johnny. Keine Ahnung, was mit deinen Ohren ist. Boah, ich muss so atmen, damit das ausschlägt, Alter. Was? Isabella, kann das sein, dass du Raid Shadow spielst? Weil ich habe vorhin jemanden gesehen, der den gleichen Nickname wie du hat. Ja, dann habe ich dich gesehen. Du hast einen Legendary gezogen, ne? Oder gelevelt. Ja, ich habe Isabella geschrieben. Natürlich, wer sonst? Hallo? Also mit dem Sound ist alles in Ordnung, ja? Dann mach ich Mucke wieder an. Ich sag doch, ich zock das wirklich. Das ist kein Bait. Ich zock wirklich. Sag, hört es nicht, dass irgendwas am Setup ist. Nö, das kann ja sein, dass das Noise Gate sich irgendwie verschoben hat. Warte mal, ich guck mal eben. Kann doch sein, dass das Mikrofon ein bisschen lauter geworden ist. Weil manchmal hat Windows so einen Knick im Kopf. Aber nö, hat sich nichts geändert. Keine Ahnung, was der Johnny da für Faxen macht. Kennt ihr mal das Problem, dass wenn Curtis mit Peter telefoniert, hört man ja die jeweilige Person bei Johnny zum Beispiel? Das liegt daran, weil ich ziemlich nah am Mikrofon bin mit meinen Kopfhörern. Und der Sound von den Kopfhörern ins Mikrofon reingeht, basic. Deshalb. Ja, ich nutze Spotify. Max. Der Tulof hat einen Pfeil im Kopf. Isabella, welches Level bist du denn? Kennst du dich da gut aus? Ich brauche jemanden, mit dem ich da zocken kann. Hast du Beok? Ah, so ein Dinger. Brezel ist raus? Was? 50, glaube ich. Klassischer Raid Shadow Legends Nerd Talk. Warum gebannt? Warte, habe ich gerade schon erklärt. Ich mach das mal raus. Ich ändere mal den Stream-Titel. Wir machen den Stream-Titel mal Much-RP live. Hallo Kalle, was geht denn? Du hast ein einer Waffel. Junge. Bald streamst du Whitelist-Gespräch. Ja, na klar, Junge. Ey, wie geht's euch? Hallo? Nochmal zum Thema zurück mit dem. Ich war ganz kurz gebannt, um die Sache im Support zu klären. Weil mir wurde Power-RP vorgeworfen.
Konnte ich aber ganz schnell entkräftigen und aushebeln. Fertig. Aber ich habe ein bisschen zurückgehasst, indem ich mal so ein paar Sachen aus deren Discord public gemacht habe. Was heißt ein paar Sachen, ne? Ich hätte Screenshots machen können. Da hätte man mir sagen können, okay, ja, da gefaked. Ich habe einfach ein Video von deren Discord gemacht und habe schön jeden Namen angeklickt, damit man sieht, wer da drin ist. Schön runtergescrollt. Also ich habe ein Video machen lassen. Ich bin da nicht selbst auf dem Discord. Und habe dort einfach mal an die C-Ebene weitergegeben vom Server. Ganz einfach. Ich bin nur hier wegen deinem Fail-App seit Jahren. Dankeschön. Was passiert? Ich erkläre jetzt nicht nochmal, Bruder. Sorry. Also. Ja, sag mal, Isabella, kennst du dich im Spiel aus? Hallo, Super Lucky. Ein bisschen, jo. Oh, du klingst aber nicht happy heute, Mann. Du schreibst ganz abgefuckt. Geht's dir gut? Brauchst du nur Umarmung? Hast du es heute schon erklärt? Ja, guckt einfach VOD von Anfang. So mehr muss man da nicht sagen. V-Abitubo. Ja, V-Abitubo. Loco, danke für den Resub im 28. Liebe Gemeinde. Nabente Mikazo, danke für den Prime 3. Marv, danke für den Prime 4. Abo-Falle, das ist eine Lüge. Sim, danke für den Prime 26. Und Sariko, danke schön für den Resub im 9. Bin müde. Warum hast du den ganzen Tag gegrindet im Spiel? Aber was für ein komischer Zufall, ne? Was sagt Demba da? Ich verstehe es nicht, Herr Salame. Der sagt V8 Biturbo. Ist das ein VOD von gestern? Der Johnny sagt, der hat den Stream ausgemacht, weil der eine Aggression bekommen hat, deswegen keine Ahnung, was der meint. Ah, ich war ja gestern da, aber mein Kopf macht ein Ja, genau der Clip, danke Jess. Ich habe mich gewundert, wer da Isabella schreibt. Ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt schreiben soll, weil kann ja sein, dass jemand anders den das Pseudonym benutzt, aber du hast nicht mal geantwortet, ne? Stich in mein Herz. Ich dachte, wir laufen jetzt zusammen da und farmen was. Und sind Freunde. Du bist doch bestimmt in voll einem krassen Clan. Na, ich brauche einen Invite. Bellic, dankeschön für den Prime 5. Aber wie akkurat der Streamtitel gestern war, ob da schon eine gewisse Trippe Bescheid wusste, anscheinend. Ja, ne, der Streamtitel war ja gestern. Hier werden Clips für den Support gemacht. V-Akbitubo. V-Akbitubo. Next Game, danke für den Resub im 19. Hallo Chat, wie geht's euch? Jetzt sag mal. Habt ihr einen entspannten Sonntag gehabt? Ach, heute ist Montag, ne? Boah, ich bin auch so eine Flachzange, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen, Unicorn. Hallo, ich lebe einfach nur in den Tag hinein. Mich kümmert's nicht, welcher Tag ist. Bisschen WoW gespielt, bis schon 60. Ja, ich bin heute lost, Mann, lass mich in Ruhe. Ich darf das auch mal sein. Wie immer. Richtig lost, Ruhe, Lucky. Ich hoffe, dass die Leute heute mit P sind, Mann, mit denen ich quatschen wollte. Woran erkennt man einen Streamer? Ich weiß nicht, welcher Wochentag ist. Diese Woche kommt meine Maschine. Ich hoffe, Jess, ich hoffe für dich. Ja, zwei Stück schon. Gut, aber Daisy fixt mein Leben. Hoffentlich sind die nicht der Stinkenase. Kommst du halt nicht, RP Lucky, so auf Metabasis jetzt doch, ne? Er konnte sich nicht am Geiselnahme Sonntag orientieren, muss man fairerweise sagen. Das stimmt. Kann doch mal passieren. Wow, toll, jetzt power mich doch nicht. Jetzt darf ich nicht IC gehen.
Ja, aber du kannst im Support rennen und sagen, dass ich dich gepowert habe. Aber so ist das jetzt. Im RP ist der Charakter da tot, aber das Geld hole ich mir trotzdem. Das RP wird nämlich zu Ende gespielt. Da kannst du deinen Charakter sterben lassen, wie du willst, mein Freund. Ich komme. Mit meinem Bagger. Moment, mach noch schnell Clip für Suppenküche. Mach das. Ich glaube, bei mir können sogar nur Subs-Clips machen. Danke dann übrigens für euren Support. Mir geht's Jasmine, der geht's gut, Bruder. Bubba, was machst du? Was ist eigentlich mal mit dir ein bisschen GTA? Wir haben doch damals Arma gezockt. Wäre das nicht was für dich? Warte mal, Lucky war ein Pleb. Socker, Dankeschön für den Gifted Zap an Lucky. Alle verlassen sie mich, Alter. Ihr wollt unbedingt wieder, dass ich Bauchtänzer werde, ne? JPEG, Dankeschön für den Prime-Sub im 27. und Benji, Dankeschön für den Prime im 26. Ich habe mir viel angeschaut, mir fehlt da so ein bisschen Geballer wie damals. Bruder, was? Gibt schon ein paar Ballereien, aber ist halt nicht so wie ein Arma, ne? Mit Knüppel und Pancho, so weißt du. Boah, was macht eigentlich Pancho, Alter? Das würde mich mal echt interessieren. Ich weiß ja, dass er sich damals scheiden lassen hat von seiner Frau. Und dass der eine neue Flamme hatte. Was macht Pancho, Alter? Boah, das tut mich echt nicht. Ich hab den noch nicht mehr bei Steam oder so. Aber Marlo war letztes Mal im Chat, Bubba. Der hat doch gesagt, ich soll den bei Steam mal anschreiben. Ich hab den noch angeschrieben, aber der hat nicht geantwortet. Marlo, Hunger! Wenn ihr Curtis reporten wollt, aber keinen Sub selbst, schreibt mich an. Ich hasse den auch und den Clip das für euch. Dankeschön, Oma. Ja. Hole mal Eliko. Nee, der hat eine neue Freundin gefunden. Das hat der Dings mir erzählt, der Alex. Ich weiß nicht mehr, wie sein Nickname war. Sein Kumpel da, aus Neuss. Immer noch kein Pommes-Emote bekommen. Hast du jetzt davon? Oma, ich kümmere mich morgen drum. Walla. Ich versuche schnell zu machen mit der Pommes. Hallo, Captain Ludelot. Von Marlo und ein Arbeitskollege guckt ihr regelmäßig zu. Ich weiß aber seinen Namen nicht. Das hat er mir gesagt. Wallabrekwani, ich mach morgen Pommes-Emote, ich kümmere mich. Schwöre. Wisst ihr, um was ich mich auch gekümmert habe? Wir haben doch über die Bilder geredet, ne? Und ich habe sogar schon eins fertig, was ich zeigen kann. Mach ich morgen bei Instagram. Und poste ich im Discord, wie das dann aussieht. Oder aussehen kann. Ich mache jetzt meine eigenen Displays, Alter. V-A-P-Tubo. Genau, Denver. V-A-P-Tubo. Ich mache meine eigenen Displays jetzt. Aber handgemacht. Aha, okay, mit seinen 30 Kindern und der Frau am Suchten, die Plage der Bude meskaliert, Junge. Ha, du Arsch, hast du den Künstler, den V-A-P-Tubo, gefragt, ob du es nutzen darfst? Ja, klar, habe ich dich gefragt, Denver. Du hast ja gesagt. Wie viel kostet da, weiß ich noch nicht so. Kann ich noch nicht sagen. Aber das wird auch nicht Massenware-Kacke sein, ne? Das ist handgefertigt so. Das wird mit Hand alles gemalt. Ist halt Dings, Airbrush und so. Das ist jedes Stück ein Unikat. Ich kann nichts zum Preis sagen. Dann sagt der Typ mit den Materialkosten, Arbeitskosten und so ein Quatsch alles. Ich weiß es nicht. Da können wir auch keine 5000 Stück oder so von rauskloppen. Das wird wahrscheinlich die Schwester Kusch dann machen, per E-Mail irgendwie so organisieren. Aber ich vermute mal,
Boah, ich weiß es nicht, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich vermuten soll. Und dann kommt dann auch noch drauf an, ob das in einem Rahmen soll oder ob das einfach nur so auf Dings soll. Also komplett auf Leinwand. Aber ich vermute mal so Fuffi, 55, 60 oder so. Irgendwie sowas. Wie gesagt, hat auch keine Massenware, ne? Nicht unendlich viele bestellbar. Ich hab das Emote Mude malen lassen. Kekusch müde. Das sieht auch richtig fett aus, Alter. Boah, das sieht so gut aus, ne? Wie wär's mit Display? Die nehmen keine Shops an, die Cass hat schon nachgefragt. Ohne Witz, jetzt will ich das sehen, was postest du morgen. Morgen Mittag irgendwann. Ich poste das auch auf Dings, auf Twitter dann. Und im Discord, überall rein. So, auf Hauswand, 15x30. Das ist 30x30, glaube ich, ist das. Aber das sieht echt schick aus. Wirklich. Muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob jemand sowas möchte oder nicht, für den Preis. So. Mit eigenem Namen natürlich auch drauf, ne? Das kritzel ich dann da drauf. Dirk, danke schon für den Prime 6. Und Chris Cross, danke für den Resub im 5. Und Chuck, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen. Ist halt auch nichts zum Geld verdienen oder so. Ist einfach was für die Leute, die sowas haben möchten. So ein Unikat-Ding. Ich finde das schön. Machst du Autogramme drauf auf süß? Könnte ich, ja. Wollte ich eigentlich nie. Aber wenn jemand eine Unterschrift drauf haben will, klar, warum nicht? Geht zum Verlosung und zum Kaufen. Das ist tatsächlich zum Kaufen, weil ich das machen lasse. Ich lasse das produzieren. Und ich muss das ja bei dem jungen Herren, der das macht, bezahlen, ne? Und im Teamspeak, genau, stimmt. Teamspeak mache ich morgen, schicke ich dir die Bewerbung raus. Kann man sich auch den Namen aussuchen? Klar, kannst da drauf schreiben möchten. Kannst machen, was du willst. Aber kein Penis drauf mal bitte, nein. Ja, okay, ich bin der Kollege von Marlo. Soll ich dem was ausrichten? Osters brauchst du nicht, nö. Der wird sich schon irgendwann im Steam melden, wenn der online kommt. Ich hatte dem angeschrieben. Meinst du, da kommt noch mehr, wenn das gut ankommt? Gucken wir einfach mal. Einfach abwarten. Ich hau nicht einfach so weit raus, ich höre auf euch. Wenn ihr sagt, yo, ich will eine ganze Leinwand haben, Alter, dann könnt ihr eine ganze Leinwand haben. Müsst das latten. Das wurde schon geklärt, so, der hat auch Bock. Der hat Bock, da zu arbeiten für. Voltrain, ja, können wir auch machen, wenn ihr einen Zug habt. Können alles machen. Ich habe ja bei Instagram, falls ihr das mal gesehen habt, auch eine riesen Leinwand halt von Notorious B.I.G. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Schwester. Ist auch alles handgemalt. Habe ich auch hier im Zimmer hängen. Sieht mega fett aus. Machst du mein Auto frisch? Na klar, warum nicht? Motherboard. Klar. Ich bin zu spät gekommen. Was geht? Ist doch egal, ich kaufe es. Ist halt aber ein bisschen organisatorische Arbeit, weil auch wegen Dings, ne? Wegen Umtauschen und so ein Quatsch. Ich meine, ist Privatverkauf, aber kann ja trotzdem mal immer was passieren. Und ich würde dann, falls das irgendwie auf dem Weg dahin kaputt geht oder whatever, Alter, auch umtauschen. Ist mir egal, da trage ich auch die Kosten für, außerdem für den Versand dann. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich habe auch keinen Plan davon. Das kläre ich alles die nächsten 2 Tage, wenn ich frei habe. Aber ich poste auf jeden Fall schon mal morgen das Bild, damit ihr so eine Vorstellung habt. In 10 Jahren werden die gehandelt wie Pokémon-Karten. Erstmal kaufen auf eBay für 6K verkaufen. Das wollte ich ja umgeben, indem ich dann den Twitch-Name da auch mit drauf schreibe, ne? So in der Ecke zum Beispiel, so Iron Arthur. Aber auch so Metall, wie, was für Metall, Junge? Was quatschen, was labern? Yami, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Iron Arthur, ja, warum? Wenn ihr wollt, mache ich einen Lippenstift drauf, mache ich auch ein Kussdings drauf, ist mir auch egal. Ich mach alles, ich bin Hure!
Bringst du es mir auch nach Huckingen, kannst Porto sparen. Also, Digga, also. Ich finde das gut, das ist ein Unikat und was ganz Persönliches, Mann. Ich stehe auf so einen Scheiß, ne? Ich finde das gut. Ehrlich. Alle reden immer von, ja, mach mal Merch und so, irgendwelche Affendinge auf Tassen draufklatschen und so. Da bin ich kein Fan von, aber von so bin ich Fan. Hatten wir ja eh geplant, jetzt haben wir ein bisschen umgesetzt. Zum Teil schon geklärt, so. Ja, genau, vor Abitubu. Machen wir das einfach. Ja, wenn ihr wollt, kriegt ihr auch nur ein bisschen Badewasser dabei. Ist mir auch egal. Aber nicht trinken. Nix tun, Da Vinci, Ruhe. Gibt's einen Schlipper dazu? Nein. So, ab in die Pommes, warte noch rum auf mein Badewasser, der hat zur Erinnerung. Ja. Duftkerze Collection. Ich wohne in Mörs, wann kann ich meine Karre vorbeibringen? Ich habe aber einen Stundenlohn von so 300 Euro, ne, Doktor? Und ich lasse mir echt Zeit beim Reinigen des Autos. Hallo Swiss TV. Was geht ab, Schwabbel? Wie sieht's mit einer Duftkerze aus? Gleich. Wir haben noch Zeit. Zille, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 3. Danke. Und Paindealer, danke für den Resub im 27. Körper mit Farbe einschmieren und dann ab auf die Leinwand. Nur dann kaufe ich es. Können wir auch machen. Ach, ich soll dein M4 bemalen? Ja, das können wir auch. Ist kein Ding. Mach ich. Mit einem Edding, ne? Ich geb dir eine Straße, da fährst du das Auto hin und lässt das über Nacht da stehen, okay? Die Straße ist in Marxloch. Dann modifiziere ich dein Auto. Versprochen. Ich tune das ein bisschen. Ich lasse das tun. Hallo Elixier. Bald doch Olde Kusch. Ja, Mann. Isabella, was für Champs hast du eigentlich? Schaffst du die Spinne schon auf 20? Auf Maximalstufe? Sei mal ehrlich. Nee. Also bist du noch Noob? Ich dachte, du bist da voll im Game drin. Aber du hast das nicht angefangen wegen mir, ne? Du spielst das schon länger, oder? Ich meine, du bist ja schon Level 50. Hallo, MDK. Gibt's bei Raid Gilde? Gilde nicht, aber einen Clan. Man könnte dann den Clan aufmachen. Aber du brauchst da richtig krasse Motherfucker drin. Weil man jeden Tag immer so einen Drache töten kann da und dann kriegt man so Kisten und so ein Shit. Ja, schon länger nur so zwischendurch. Ja, ist auch richtig so. Ist ja auch nur so ein Zwischendurch-Game. Und man zockt, wenn man ein bisschen Langeweile hat. Wonach wohl ein Curtis Kusch-Parfüm riecht? Nach Furz. Ah, so, Digga. Der voreigene CBD-Sorte und du nennst es Curtis Kusch Gänsehaut V. Aktivitobo. Nein, Mann, Alter, CBD-Business ist das schon langsam wieder. Ach, Mann, nach Schwanz. Oh mein Gott, das Parfüm brauche ich. Ich weiß nicht mal, ob der Name Kusch überhaupt irgendwie gesaved ist oder so, aber ich glaube nicht. Ist ja so, ist eine Pflanze, ist ja eine Dingssorte. BT hat von allen den Kopf kaputt gemacht. Ah, so, Digga. Er hat ja auch. Was geht da, Brandel? Oder Randale? Ey, gehen wir gleich in den Pommes. Nach 2 Jahren endlich wieder Sub, hoffe ich schaffe es jetzt jeden Monat. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Bruder. Hauptsache, du benimmst dich im Chat.
wenn du dann reinchattest. Also, Digga. Ja, komm, eine Duftkerze noch und dann gehen wir in die Pimmis. Ganz einfach. Was geht ab, Corporate Remarks? Wenn man zapp ist, muss man sich aber nicht mehr benehmen. Doch, muss man trotzdem. Ist mir egal. Eigentlich habe ich ausgeschlafen, ja. Keine Ahnung, warum ich müde bin. Mr. Virenen, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Hör mal auf mit dem Avodega. Sonst krieg ich den Scheiß nicht weg. Ja, frag mich mal, Junge, Alter. Ohne Witz jetzt. Ja, ich hab alles. Du fragst nur wieder, damit der Chat sagt, boah, du bist so eine gute Schwester, du verwöhnst den voll. Ich kenne deine Tricks. Ich bin nur immer müde. Ich schlafe auch voll gerne. Du brauchst einen Asodiger-Emote. Würde ich machen, aber gehe ich mir vorher beim Theo die Erlaubnis holen, weil der das quasi erfunden hat. Oder in die Szene reingebracht hat. Und ich glaube, der Theo kann mich nicht gut leiden. Weil wir sind da schon das ein oder andere Mal angeeckt. In gewissen Discords. Ist mir auch eigentlich egal, ob er die Erlaubnis gibt oder nicht, aber ich sag da trotzdem vorher Bescheid. Mit Asodiger. Ja, also Digga ist ja auch nicht Dings, aber so wie das ausgesprochen wird, ne? So, dieses also Digga. Das ist ja von ihm. Dann klauen wir einfach, ist gleich fertig. Ich bin nicht gemein. Sagen Sie mal die Dame. Haben Sie sie nur alle? Dich haben auch alle geklaut, ohne zu fragen. Ja, aber ich hätte mir gewünscht. Ja. Ich frag trotzdem, ganz einfach. Das ist einfach für meinen Seelenfrieden. Ne? Ich frag einfach vorher. Ich habe einen Stay auch gefragt, ob ich das Hukulu benutzen darf für die Sub-Dinger und so. Obwohl man das quasi gar nicht raus hat, dass er das ist. Ich frag trotzdem. Schön über das RP mit dem Hund geredet? Bruder, das ist ja schon wieder 2 Wochen her. Oder was meinst du jetzt genau? Genau, ich habe es wenigstens versucht dann. Genau, Schack, besser ist es. Nicht, dass es da Beef gibt. Muss ja nicht sein. Aber die Sache mit dem Hund, Flex, ist alles schon geklärt, ja. Ich weiß nur nicht, in welchem Video du dort findest, falls du dir angucken möchtest. Ach so, du kommst von dem Video. Ja, das ist schon alles schon geklärt. Da müsste in den nächsten DaVinci-Videos dann, glaube ich, auftauchen. Hund war heute YouTube, okay. Hab ich leider verpasst. Ist das auch so, Digga, schon in dein Real Life durchgedrungen? Noch nicht, aber das wird passieren. Oma, hallo? Was ist da passiert? Ich verstehe nicht. Dankeschön, lieber Bot. Dup, dubi, dup, dup. So, Raja MP. Ah, wo, Digga? Ich krieg das nicht weg, ne, Alter, ohne Witz. Ich hab da irgendwie so einen Knick im Gehirn oder so. Das ist auch bei Liedern, wenn ich irgendein bestimmtes Lied finde, was so richtig gut ins Ohr geht oder so. Ich höre da tot, ne? Ich höre das einfach 200 Mal hintereinander. So schlimm. Eigentlich können wir dieses, wenn das Emote kommt, dieses Cake Kush, what the fuck machen, wegmachen für.
Das können wir ersetzen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, kann man dann sagen, Arvo, Digga. Anstatt what the fuck. Das finde ich gut. Das machen wir auch so. Wie damals der L mit dem Handy und dem Flöten, die dann genau das gleiche, Alter, ohne Witz. Ado Size. Nein, Ado Size ist nicht gut, aber Arvo, Digga. Man, Shadowlands stream, ich glaube gar nicht. Keine Zeit dafür. Geht gerade zu viel im RP ab. Zum Glück. Weil das motiviert mich richtig und ich habe richtig Bock.